Oh, scheiße. Oh ja, die Pflanze. My lungs hurt. Ihr habt doch eine Macke, Alter. Boah. Alter, das ist mal heftig. Das wird eine Aufgabe. Julia und Joey are on the road. Guten Tag, mein Süßer. Guten Tag, meine Süßer. Wo sind wir denn auf dem Weg hin? Wir sind noch in Schweden, aber bald in Finnland. Wir fahren jetzt einfach gleich über die... Ja, aber wir fahren jetzt über die Grenze. In 2 Stunden. Und sind dann auf einmal in einem anderen Land und in einer anderen Zeitzone. Glaubst du, das wird sich dann anders anfühlen? Ey, wir werden uns auf einmal viel älter fühlen. Glaubst du, es wird so ein Blitz durch uns durchgehen, weil wir plötzlich so in einer anderen Zeitzone sind? Wir fahren auch durch so eine Lichtschranke und auf einmal ist so alles weiß und dann sehen wir auf einmal Finnland. Leute, 2 Stunden später. Da ist das Schild und damit kommt die Lichtschranke jetzt. Oh mein Gott, Leute, gleich wird's ganz, ganz hell. 3, 2, 1. Wow, es wurde überhaupt nicht hell. Fühlst du den Finnland-Vibe? Ich fühle ihn auf einmal nicht. Fühle ich mich total gefinnt. Tatsächlich. Es sieht hier viel weitläufiger alles Hast aus, du ne? Gepupst? Nee, das ist dein Atem. Guten Morgen, Leute. Es ist unser erster Tag in Finnland. Ich habe mich jetzt gerade schon fertig gemacht. Joey schläft noch. Deswegen wecken wir den jetzt mal auf, weil langsam wird es hier mal Zeit, ne? Boah, wie du da immer noch liegst, ich bin schon seit einer Stunde wach. Räunchen, komm mal jetzt. Aufwachen. Aber ist so schön warm hier drin. Nein, ist nicht mehr. Hast du gestern noch Kekse gegessen und Milch getrunken? Julia, ich schwöre. Hast du vorhin gesehen, was ist das? Sag mal. Und da hast du nicht mal aufgegessen. Ich hab das nicht dahingestellt. Das musst du gewesen sein. Du hast safe wieder geschlafen. Mann. Warte, es klopft. Ich hab nicht geschlafen. Hä? Ja, komm, mal geh mal an die Tür. Aua! Das war ein Stromschock an deinem Handy. Okay, warte. Hast du jemanden bestellt? Joey. Was ist da? Ich glaube, der Weihnachtsmann war da. Oha! Hey, das finde ich irgendwie unbefriedigend. Weihnachten war doch erst. Oh mein Gott, hier sind wirklich Weihnachtsmänner drin. Oh, sogar die guten. Hä, wie süß. Oh, ein Mandarin. Oh, Vitamine für uns. Ah, das finde ich besser. Ich finde diesen Strauß hier nicht ganz so schön. Okay, aber hier ist ein Brief drin. Oh, sogar heute mal ein goldener. Ho, 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 liebe Julia, lieber Joey. Ich und meine Elfen haben euch aufmerksam beobachtet und ihr habt eure bisherigen Aufgaben artig gemeistert. Ich hoffe, mein gefüllter Stiefel stärkt euch für eure weitere Reise. Doch das klingt ein bisschen eklig. Ja, doch das ist nicht alles. Ich habe eine weitere Challenge für euch. Ihr könnt euch direkt auf den Weg machen. Davor müsst ihr mein kleines Rätsel lösen. Kinder aus aller Welt schicken mir jedes Jahr ihre Wünsche per Post. Dort, wo die Challenge auf euch wartet, da kommen diese Briefe an. Also quasi und beim Weihnachtsmann fängt die Challenge an. Und auch diesen Brief habe ich von dort verschickt. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten finde ich den Briefkasten aber gar nicht, weil es den ganzen Tag dunkel ist. Wenn euch das alles nicht sagt, dann fragt eure schlaue Community um Rat. Ja, lass mal machen. Guten Morgen, Leute. Wir sitzen gerade zusammen im Bett. In Finnland. In Finnland. Und haben eine Frage an euch. Wir verstehen nämlich etwas nicht so richtig. Wir müssen... Sag mal, nicht so an mir. Wir müssen gerade rausfinden, wo der Weihnachtsmann seine Briefe bekommt. Habt ihr eine Ahnung, wo das in Finnland ist? Gebt uns mal eine Adresse rüber, Leute. Ja, wir brauchen eine Adresse. Bitte. Danke. So, hab's hochgeladen. Du machst dich jetzt mal schön fertig, Mäuschen. Oh, nö. Oh. Doch, ich will los. Ja, komm. Ich hoffe, wir haben schon ein paar Antworten. Boah, ja, okay, eine Menge. Rovaniemi Weihnachtsmann-Dorf, Santa Claus Main Post Office, Arctic Circle. Ja, das ist gar nicht so weit, das ist hier in der Nähe. 10 Minuten. Ja, perfekt. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ab Party! Schön, oh mein Gott, ich raste aus. Ich fasse es nicht, wie das hier aussieht, Julia. Und ich hab, sieht so surreal aus, hätte mir jemand gesagt, dass Weihnachten dieses Jahr so früh kommt. Guck mal hier, ein riesiger Schneemann. Hast du das schon mal gesehen? Ey, Joey, der ist aus echtem Eis. Der ist echt, ne? Ey, komm, ey, wir müssen hier rein. Ich will in den Park, komm. Wir müssen dieses Postamt finden. Santa Claus Main Post Office. Oh, das war easy. Hä, das ging jetzt schnell. Hello, hi. My name is Harvey the Elf. Hi, Julia. Der große Moment ist gekommen. Wir sehen jetzt Santa. Oh mein Gott, the real Weihnachtsmann, Leute. Hi, Santa. Come in, please. Hi. Welcome to Lapland. May I have your name? Joey. Joey, from... Germany. Germany? Yeah.
kommst du aus Deutschland? Ja. Oh mein Gott, schön. Der Weihnachtsmann kann Deutsch. I'm proud to present you an official diplom. This is the proof that your name remains in the book of very cool Kinder. Thank you so much. And Julia, this one is for you. Danke. Thank you so much. Thank Viel Spaß you. Hier. Wir sehen uns wieder. Bis an Weihnachten. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights bundled up in their. Hey Joey, es ist so scheiße schön hier, ne? Jetzt mal ohne Spaß, hast du schon mal so viele Mengen an Schnee gesehen? Das ist so krank. Guck mal, Arctic Circle. Santa Claus Arctic Circle. Hier läuft der Polarkreis lang. Hier läuft der durch. Ach so, genau das ist der Punkt jetzt, das oder was? Das ist der Punkt. Willst du ein Foto davon machen? Vor dem Polarkreis? Wir müssen ein Foto davon machen. Okay. Ja, schaffst du es, oder? Ja, guck mal die Pranken an, ist gar nicht so einfach. Okay. So, lieb gucken, ja? Ja. Toll. Hi, guys. Oh, hello. Welcome to the Arctic Circle. Welcome to Rovaniemi. Thank you. Have you been running a lot recently? No. That's bad, because this is where the Arctic Circle Marathon begins. Julia, ich will keinen Marathon laufen. Ey, wir müssen Marathon laufen, Leute. Nee, ich mach das nicht. Können wir den bitte im Warm vielleicht laufen? Okay, wenigstens? Yeah, we will join you, but I won't run. Okay, so people are running a marathon here. We have people from all around the world because it's a very special route. You see that it's running going through this beautiful snowy forest. Yeah. And of course, it's also Santa Claus's home marathon. But how can you do a marathon here without dying? Yeah. It's I mean, aren't you freezing already? It takes a little bit of practice and a little bit of warm clothing, but it's totally doable. Okay, but what do we have to do? Do we have to run a marathon? I don't want to run. Let me show you what your next challenge is. Come with me. Okay. Okay. Hast du schon wieder Bock auf Frozen Lake? Nee. Okay, guys. Ready for your next challenge? Yes. Yeah. The Arctic Triathlon. Die Regeln. Julia und Joey, willkommen am Polarkreis. Danke. Nachdem ihr das Eis am Frozen Lake auf der Ice Road in Luleå gebrochen habt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nee, ich möchte nicht schwimmen. Joey, ich raste aus. Steht es jetzt 2-1 für dich, Joey. Deine Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. Na, aber hallo, das sage ich euch heute. Hallo. Julia, für dich heißt es jetzt, wieder auszugleichen zum 2-2. Und das kannst du vergessen. Okay. Nee, steht da nicht. Und das könnt ihr jetzt angehen. Im beinahe endlosen Tanz im Schnee der Hauptstadt des nordfinnischen Lapplands Rovaniemi. Hier in Rovaniemi am Polarkreis starten jedes Jahr viele Läufer beim berühmten Arctic Marathon. Aber keine Angst, ihr müsst natürlich keinen Marathon in der Eiseskälte von Finnland absolvieren. Ihr macht einen Triathlon. Das ist nicht besser, Leute. Ach, wie nett. Da freuen wir uns. Das ist noch schlimmer. Und zwar einen ganz besonderen, den Arctic Triathlon. Naja, Triathlon bedeutet ja... Drei. Das heißt, wir müssen irgendwas... Ja. Bedeutet laufen, Fahrradfahren, schwimmen normalerweise. Sorry, aber nee. Und ich, ey, ganz ehrlich, ich traue euch das mittlerweile zu, dass ihr uns schwimmen lasst. Euer Triathlon besteht wie ein echter Triathlon ebenfalls aus drei Etappen. Hier kommt die erste Etappe. Oh ja, guck mal, was da kommt. Ja, was denn? Hey, wie geil! Hast du schon mal gemacht? Noch nie in meinem Leben. Ey, das ist so geil. Bist du schon mal Jetski gefahren? Nein, weder das noch das. Also weder Jetski noch Schneemobil. Oh. Aber das ist nicht Let's schwer. Go have a look. Okay. Ey, wie geil sieht dieses Teil denn aus? Ja. Here are the rules of your first game. Okay, thank you. Etappe 1, das Snowmobil-Wettrennen. In der ersten Etappe müsst ihr in einem Snowmobil-Rennen gegeneinander antreten. Das Rennen ist ein Zeitrennen. Das heißt, ihr absolviert jeweils 3 Runden der Strecke am Stück. Erst dann ist der zweite dran. Die Gesamtzeit wird nach 3 Runden per Stoppuhr gemessen. Aber beeilt euch, denn die Differenz zwischen euren Gesamtzeiten wird der Vorsprung für die nächste Etappe sein. Boah, ist das assi. Ihr seid ja richtig krass. Okay, du fängst an. Hä? Nö, schnick, schnack. Nö, ich hab letztes Mal angefangen. Verlierer fängt an. Auf gar keinen Fall. Nein, ich hab letztes Mal angefangen. Du kannst heute anfangen. Okay. Yeah! So, Joey, please put on your helmet. And okay. Julia, please follow me. Let's move out of the track, so we'll give okay. Joey some fun. Have fun. Ich hab gar keine Ahnung, wie das jetzt wird. Ich muss mich so mit meinem Körpergewicht so in die Kurve legen, hat er gerade gesagt. Ich sehe mich schon mit dem Ding umgeschmissen. Aber egal, wir versuchen das. Werd das schon irgendwie hinkriegen.
Okay, Joey, are you ready? I'm ready. Wait, let me turn Lass on the thing. Lass dir ruhig Zeit. 3, 2, 1, go! Come on, Joey. He's being so slow at this. Yeah, I think we could probably cook dinner by the time he finishes. Second lap. Hä? Das war geil. Ey, hat das Spaß gemacht. Das ging voll schnell. Ich dachte, das wäre erst die Runde 2 gewesen. Nee, nee, nee. Krass. Hat sich das schnell angefühlt? Ja. Das sah so langsam aus. Oh, scheiße. Joey, your time was 1 minute 44 seconds and 19. Julia, it's your turn. Okay, Helm an, los geht's. Okay, Julia, are you ready? Yeah. 3, 2, 1, go! She's an uptown girl, drove in from the burbs, a legend in denim, a weapon in a skirt. She's a fine wine type, so pretty that it hurts. That next thing you know, you forget you say word. She will drive me out of the goddamn plaza, knew before I did have. Julia, nicht ganz so schnell. Mach die Oma! Oh. Go 3. Oh wow. Hä, hey, war das keine 3 Runden? Crashed it right out of the truck. Doch, doch, alles gut. Okay. Doch, ich fahre einfach weiter. Julia. Ja. Yeah. Your time was 1 minute 31 seconds and 69. Ja. Yeah. So the results of the snowmobile race mean you can start the second game 13 seconds before Joey. Nice. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ich schätze mal schon. Weil, ja, ich habe ja keine Ahnung, was die zweite Challenge ist. 13 Sekunden, weißt du, wie lang das ist? Ja, es kann schon lang sein, ne? Ja. Stimmt. Ich war richtig froh, als ich gehört habe, dass ich schneller war, weil ich mir so dachte, ich kann nicht wieder ablosen. Geht nicht. Okay, I'll show you the second game. Okay. All right. Was ist das? Okay. So. Hä? Okay, also das ist kein Radfahren und auch kein Joggen und auch kein Schwimmen. Nee. Okay, here are the rules of your second game. Etappe 2, der Hindernisparcours. Mit entsprechendem Vorsprung aus dem Snowmobilrennen startet der erste von euch beiden nun in den Hindernisparcours. Wer ist das wohl? Ist okay. Folgt dabei immer den richtungsweisenden Markierungen und absolviert dann jeweils die folgenden Aufgaben. Erstens, nutzt die Schneebälle, um die 5 Ziele eures Gegners abzuwerfen. Die kleinen Dinger da? Die kleinen Sobald Dinger. Alle 5 Ziele des Gegners getroffen wurden, dürft ihr zur nächsten Station. Zweitens, balanciert vollständig über den Baumstamm, ohne dabei herunterzufallen. Solltet ihr doch herunterfallen, müsst ihr zurück zum Anfang des Baumstamms. Okay. Boah, kannst du gut balancieren? Keine Ahnung, Julia, bin ich Balancierer? Drittens, schnappt euch den Holzgriff des Seils, das an dem Holzblock befestigt ist und zieht damit den Holzblock bis über die Markierung. Boah, das ist schwer. Viertens, lauft zur Feuerstelle und verwendet den Magnesiumflint, um ein Feuer zu entfachen. Wie cool das einfach klingt. Erzeugt mit dem Flint einen Funken auf das präparierte Holz, bis das Holz Feuer fängt. Sobald ihr das Lagerfeuer entzündet habt, dürft ihr weiterlaufen. Das klingt so unglaublich schwer. Fünftens, kämpft euch durch die abgesteckte Tiefschneestrecke bis ins Ziel des Hindernisparcours. Jeder von euch hat eine eigene Strecke durch den Tiefschnee. Die orangenen Slalomstangen zeigen euch den Weg ins Ziel. Der Erste, der die Ziellinie des Parcours überquert, aktiviert eine Stoppuhr, die so lange läuft, bis der Zweite ebenfalls das Ziel erreicht. Boah! Alter, das ist mal das heftig. Das wird eine Aufgabe. Als ich gehört habe, dass es in Etappe 2 eigentlich 5 Etappen gibt, dachte ich so, ihr habt einen absoluten Vollknall. Eigentlich war es ein Achtathlon oder wie auch immer man das nennt. Okay, guys, okay. Are you ready? Yes. I'm sure. I think so. Take your starting positions behind those planks. Uh-huh. Remember, Joey, you can only start after 13 seconds when I say go. Okay. So the first go is for Julia. Okay. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1, go! Oh shit! Boah, das ist gar nicht so leicht! Joey, 3, 2, 1, go! More. Hä, als ob! Eine Runde! There you go. Scheiße. Boah, Digga, ich hab dieses scheiß Eichhörnchen schon zweimal berührt! Nice.
There you go. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das zählt. Ey, wie soll denn das brennen bei dem Wind? Junge! What the fuck? Meine Nase läuft! The Rotz ist real! Ich kann nicht mehr! Oh. Jetzt schon! Ey, Junge, ich bin so aus der Puste, ne? Ich auch! Junge, Joey, geht es bei dir an? Nein, es geht gar nichts hier! Oh. Zählt das? Hä? Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung! Oh. Ja, mehr kann ich nicht machen als das hier! Ach du Scheiße! Oh Gott! Was ist das für ein Scheiß, Junge? Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber falls man mich hören kann, durch die Kälte ist es so schwer zu atmen. Oh. Good work, Joey. And time. Oh, 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 oh my God. How was it? My lungs hurt. Oh. Good cardio. Julia, komm, du schaffst das. Gib nicht auf. 4 Meter noch. Almost at the end. Wirklich? Du hast das ganze Ding geschafft. Die paar Meter schaffst du jetzt auch noch. Joey, halt die Schnauze! Last step. Julia, you were one minute. Just don't tell me. You were 1:47 behind. Junge, wie hast du das gemacht? Wirklich jetzt? Das war so tief. Da hinten. Alter, ich hab gegrölt wie so ein Elch, ey. Ich bin am Ende, ey, wirklich. Kannst du stehen? Nein. Ich find's richtig heftig, dass Julia das durchgezogen hat. Offensichtlich ist sie viel kleiner und der Schnee war trotzdem genauso hoch auf ihrer Seite. Von daher, das war eine richtig heftige Nummer. Ich bin selber völlig abgekackt dabei. Dieser Tiefschnee hat mich wirklich komplett auseinandergenommen. Also sowieso die 4 Etappen davor waren schon echt anstrengend, muss ich sagen. Also meine Lunge hat schon richtig gut gepumpt und Joey immer weiter nach vorne, ey. Ich sag mir so, ja gut, tschüss. Oh ne, was hat denn? Here we go with the third challenge. You might be able to guess what it is, but here are your rules. Thank you. Etappe 3, die Langlaufloipe. Ich weiß nicht, was eine Loipe ist, aber ich glaube, das ist Skilanglauf. Das ist eine gute Loipe. Ab geht es in die Loipe. Finnland und Rovaniemi sind bekannt für seine malerischen Loipen, Loipen und Skipisten. Für euch wird es leider nicht so malerisch, sondern eisig anstrengend. Aber die Skier dürft ihr... Das war's schon! Ja, allerdings. Was für Wirt! Aber die Skier dürft ihr trotzdem anschnallen. Auf einer langen Strecke müsst ihr mit Technik, Ausdauer und Willensleistung euer Geschick auf den Langlaufskiern zeigen. Ihr habt doch eine Macke, Alter. Sorry, aber... Der Erste, der Etappe 2 abgeschlossen hat, startet mit dem entsprechenden Zeitvorsprung, den die Stoppuhr gemessen hat. Wer ganz am Ende als Erster über die Ziellinie slidet, gewinnt das Rennen und damit den Arctic Triathlon. Gar nicht mal so vorhersehbar. Did you make the rules? Wer da zuerst durchgeht gleich. You are crazy. I'm just trying to make it challenging for you. Mm-hmm. You do. Okay, good. You do. You did a great job with doing that. Yeah. You are ready to start? Hast du das schon mal gemacht? Never. Ich habe noch nie auf Skiern gestanden. Das, also auf normalen Skiern stand ich schon mal, aber das? First tip is, these ones go on your feet, these ones go on your hands. Ja, okay. Yeah, that's what I thought. So, ready, take your skis and take your poles. Als ich diese Langlaufski gesehen habe, habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich so dachte, ich bin so oft schon Ski gefahren und Joey noch nie. Und er hat aber diesen riesigen Vorsprung gehabt. Okay, guys, are you ready? I'm ready. I don't need to be ready, do I? So, Joey goes first. On my command. Okay. 3, 2, 1, go! Viel Spaß! Danke!
Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig mache. Oh Gott. Joel, pass auf! Ich gebe alles! Oh Gott, das muss so scheiße aussehen. He's learning. Pass auf, Mann, du fällst gleich hin! Oh, scheiße! Oh nein, jetzt ist er gefallen! Oh, scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott. Come on. Remember? Good work. Okay, thank you. 3, 2, 1. Go! Okay. Ich gebe mir so Mühe, dass es wenigstens ein bisschen cool aussieht. Oh mein Gott! Oh Gott, ich verhedder mich. Yeah, it's looking good. Hey, wie lang ist denn diese Strecke? Good work, guys! Oh Gott. Ey, das wird richtig tief hier hinten. Junge, wie bist du hier hochgekommen? Good work. Ist er da? Komm, Julia, schaffst du noch? Julia, du siehst so unglaublich cool dabei aus. Ich schwöre, ehrlich? Nie sah eine Oma sportlicher aus. Hast du gut gemacht. Ja. Ey, das war echt eine krasse Challenge. Das war eine krasse Challenge. Ja. Krasses Schild. Schild. Krasse Challenge. Guys, both of you did an amazing job. But Joey, congratulations, you won the next point. Thank you so much. Ich sagte, hättest du nicht diesen 2 Minuten Vorsprung gehabt. Okay, können wir jetzt bitte ins Warme? Ich kann nicht mehr. Ja, aber wie eine Oma, oder? Los. Oh Gott, naja, die Griechen. Du vielleicht. Tschüss. Oh Gott, ich bin überkreuzt. Julia, warte, es ist glatt. Oh Gott, Leute, was war das schon wieder für ein crazy Tag? Ich hoffe, ihr fandet diese Challenge auch so krass wie wir. Falls ihr die letzte noch nicht gesehen habt, hier oben geht's dahin und hier geht's zu einer Reportage von Follow Me Report. Da geht's um Marlo. Sie ist eine Hündin und versucht gerade in die Hundestaffel aufgenommen zu werden. Und die hätte unseren Arctic Triathlon wahrscheinlich ein bisschen besser hinbekommen als wir. Joachim, komm jetzt. Ja, ist ja gut. Du wolltest doch so schnell.